Willkommen zurück zu Banished. Nun, wie man sieht, es läuft jetzt wieder so einigermaßen. Ich habe ein bisschen was rumprobiert und nun habe ich eventuell eine Lösung für das Lag-Problem gefunden. Mal sehen, wie lange das jetzt hält. Ich glaube, wir könnten jetzt auch theoretisch bei Isengard 2 weiterspielen, quasi. Falls das jetzt hier scheitern sollte in Isengard 4, können wir sofort wieder zurückschwenken und bei Versuch 2 weitermachen. Aber erstmal schauen wir, wie sich das Ganze hier entwickelt. Eventuell kommen die Leute durch. Eventuell. Man munkelt. Es könnte passieren. Es könnte funktionieren. Die Häuser werden gebaut. Es regnet. Wir sind im Herbst. Und wir brauchen unbedingt einen Woodcutter. Den stellen wir mal hier hin. So, und dann bauen die Leute hier erstmal ein bisschen rum und holzen die Bäume ab. Das wäre wichtig. Die hier können alle weg. Harvest. Harvest! Los! Ihr könnt es schaffen. Das Haus ist auch schon bereit. Die Fischer sind ordentlich am Fischen. Wir haben Werkzeuge und wir haben eigentlich genug von allem, außer Nahrung. Na gut, das ist natürlich bitter. Kann man nicht ändern. Hoffentlich überleben wir den Winter und dann im Frühjahr wird alles schon ein bisschen besser aussehen. Möchte ich hoffen. Falls nicht, dann, nun gut, soll's halt nicht sein. Wir brauchen auf jeden Fall dann noch eine Gatherer's Hut, einen Sammler. Nur ist die Frage, wo setzen wir den hin? Am sinnvollsten wäre es ja, wenn er irgendwie hier in der Nähe sein würde. Entweder hier unten oder hier rechts. Aber das ist alles viel zu weit weg vom Schlag. Das dauert dann wieder ewig, bis der seine ganzen Bärchen und Kräuter ins Stadtzentrum gebracht hat. Da müssen wir nochmal schauen, wie das Ganze sinnvoll wäre. Nun, der Woodcutter, wie sieht's aus? Das Haus ist auch noch nicht gebaut. Noch nicht. 6% sind noch drin. Das könnte was werden. Das könnte echt was werden. Freunde, ich hoffe es. Ich hoffe es. Feuerholz ist low. Wir werden frieren. Wir werden erfrieren. Wir werden verhungern und erfrieren gleichzeitig. Verdammte Welt. Verdammte Welt. Kann man eigentlich auch so eine Fischerhütte hier an diesen kleinen... Was? Ernsthaft? Das macht doch keinen Sinn, oder? Nee, das macht keinen Sinn. Also ich glaube nicht, dass das was bringen würde. So, die letzten 2% werden geholt von Flossum. Flossum, Fisherman. Cool. Flossum is working. Funktioniert. Okay, Schluss. Okay, gut. Was ich mich jetzt frage ist, wenn ich jetzt hier quasi eine Forester Lodge hinstelle, an diesem Platz, dann pflanzen die doch neue Bäume und bewalden dieses Gebiet neu. Die Frage ist, wie lange dauert das? Was haben wir nicht? Wir haben kein Feuerholz. Was macht ihr jetzt hier? Ihr fällt die Bäume, okay. Das Haus ist noch nicht fertig. Nun baut doch mal! Baut doch mal ein bisschen was! Baut das letzte Haus und baut vor allen Dingen diesen Woodcutter auf. Wir brauchen dringend Feuerholz. Und wir brauchen Nahrung. Wir haben 33 Überschuss. Was? Das gibt's ja gar nicht. 33. Normalerweise haben wir immer 0. Immer. Also durchweg 0. 0. Okay. Gut. Damit hätte ich rechnen können. Der Woodcutter steht auch gleich. Dann können wir uns wenigstens ein bisschen die Bude heizen. Über den Winter hinweg. Hoffentlich klappt das. Okay, der Woodcutter, komm schon. 66%. Haut rein, Leute, haut rein. Ihr könnt es schaffen. Der Gatherer. Der Gatherer. Wir haben zwei Leute ohne Haus. Scheiße.
Okay, ein Woodcutter. Auf ans Werk. Und eventuell noch ein Fischer. Die Bilder können erstmal aufhören. Zwei reicht. Und, die restlichen Leute können erstmal ein bisschen Holz hacken gehen. Wir brauchen Unmengen an Holz. Feuerholz. Steine haben wir, Eisen haben wir haben noch Tools, wir haben noch was zum Anziehen. Wir haben eigentlich alles, das muss noch weg. Das war nur so eine Art Zwischenlager. Ich bin immer noch ziemlich beeindruckt, dass noch niemand gestorben ist. Dafür, dass wir schon im Frühwinter sind. Okay, ausgezeichnet. Wir haben sogar ein bisschen Nahrungsüberschuss. Zwei Obdachlose, die werden wahrscheinlich verenden. Da kann ich jetzt nichts tun, beziehungsweise da will ich auch gar nichts tun, denn jetzt noch mehr Häuser zu bauen, das wäre jetzt zu viel. Ihr zwei Leute, kümmert euch. Seht zu. Was bist du denn? Du bist ein Builder, okay. Na gut, zwei mehr oder weniger ist eigentlich irrelevant. Hauptsache, es sterben nicht alle auf einmal. So. Holzhacken. Holzhacken ist wichtig und gut. Wir haben ein bisschen Holz. Early Winter. Nahrung, Nahrung! Ich glaube, das Fischereigeschäft ist im Winter ziemlich brisant. Da kommt man nicht wirklich voran und kann auch nicht viele Fische fangen, stelle ich mir vor. Ich kann mich irren. So, die Sammlerhütte. Wo stelle ich die auf? Bisher bin ich ziemlich zufrieden mit diesem Spiel. Ich kam weiter, als ich dachte, und es leckt nicht mehr. Es ist doch alles wunderbar. Kein Grund zur Aufregung. Wir könnten sogar noch ein Fishing-Dock hier irgendwo hinbauen. Aber auf Fische möchte ich mich nicht verlassen. Mit der Sammlerhütte bin ich bisher immer am besten gefahren. Zumindest nahrungstechnisch. Da sind die Leute einfach nicht so schnell verhungert. Beziehungsweise gar nicht mehr verhungert. So, die Kombination Fischerhütte und Sammlerhütte im Wald, das bringt's einfach. Bauen wir noch eine Straße hier lang. So. Und was könnten wir hier noch bauen? Vielleicht noch ein Häuschen. Hier. Hier noch ein Häuschen hin. So. Bauen wir da noch ein Häuschen. So, das ist dann quasi die Wohngegend hier. Die 4 bis 8 Häuser, die dann hier stehen werden. Dann kann ich mir hier auch noch einen Marktplatz vorstellen. Das könnte funktionieren. Zwei Leute sind hungrig. Holt euch was zu essen, Mensch. Wir haben's doch. Wir haben doch was zu essen. Absolut kein Problem. Wir haben genug Feuerholz. Wir haben genug von allem. So, dann, was braucht denn so eine Forester Lodge? Sag mal, 32 und 12. Nun, das ist natürlich eine Menge. Huch, da ist jemand umgekommen. Na gut, ist ja auch ziemlich hart hier im Winter. So, da kommt eine Forester Lodge hin. Nach dem Winter. Nach dem Winter. So. Wer ist umgekommen? Sigmundo! The Laborer has died of starvation. Na, wenn du dir nichts nimmst, dann kann ich dir auch nicht helfen. Du, ganz ehrlich, wir haben's doch. Die fangen doch reichlich Fische. 330 in der ersten Saison.
Ist doch nicht zu verachten. So. Der Woodcutter ist auch ordentlich dabei. Der hackt, was das Zeug hält. Und dann würde ich sagen, wenn diese Forester Lodge hier steht und wenn das Gebiet hier bewaldet ist, können wir da quasi auch noch eine Gatherer's Hut hinbauen. Das klingt doch nach einem guten Plan, würde ich sagen, oder? Na, ich denke schon. Und wenn alle Dämme reißen, können wir hier drüben auch nochmal eine Forester Lodge hinstellen. Dann haben wir quasi nah am Zentrum zwei Lodges. Ja, könnte funktionieren, muss aber nicht. Warten wir es ab. Sie haben Hunger! Nichelle, Lomandans und Humberley! Ich frage mich, warum die zwei Leute da nicht einziehen. Ich meine, das sind junge Leute, 18, 17, 14, das ist doch keine Familie, das ist doch irgendwas, das ist eine WG. Da kann man einziehen. Hier wohnen nur zwei drin, was ist denn los mit dir? Oh, ich brauche mein eigenes Haus, ich bin gern allein. Ich scheue Menschen und ich hasse generell die Welt. So siehst du aus, Obdachloser. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? So. Der hier. Ira Laney. Ach die. Ach Gott. Nichts als Probleme macht sie. Nichts als Probleme. Der Schnee schmilzt. Es wird wärmer. 0 Grad immer noch. Aber das könnte sich bald ändern. So, dann wird das jetzt angegangen. Ihr Builder und Laborer sorgt für Holz und... Ja, baut diese Forester Lodge auf. Bitte. Dann können wir das noch abreißen hier. Sobald die Lodge steht und dann ist auch alles gut. Oder wir lassen es stehen. Oder wir reißen es doch ab. Ich denke, wir reißen es ab. Nun gut. Dieses Haus wird auch gebaut. Alsbald. Die Bäume wurden entfernt. Ausgezeichnet. Hier könnte man auch noch die Steine und Eisen abtragen. Wäre gar nicht mal so dumm. Ich frage mich, haben wir irgendwas? Nein, wir haben nichts. Wir haben keine Samen. Und sonst auch nichts. Der Handelsposten wäre auch noch eine wichtige Option. Das bräuchten wir auch noch. Den können wir hier nicht bauen, weil diese Stelle nicht dafür geeignet ist. Ach, müssen wir hier hinbauen. Neben dem Fischereibetrieb. Doch, das bringt's doch. So. Auf der anderen Seite, ist das nicht dämlich, wenn jetzt hier so ein Trading Post steht, dann ist doch quasi die ganze Fläche hier ein bisschen eingeschränkt und die Fische werden verschreckt. Oder sehe ich das falsch? Ich stelle mir das gerade so vor, dass man dann weniger fängt. Müsste man ausprobieren und mal nachsehen, aber ich denke, so ist das. Ich will es eigentlich nicht riskieren. Muss ich ehrlich zugeben. Ach, mal sehen. So, was läuft denn hier noch so? Was läuft? Was können wir noch bauen? Ich habe eigentlich nur das Grundlegende jetzt gebaut und alles andere außen vor gelassen. Eine Hunting Cabin. Die könnten wir auch hier bauen oder ganz woanders. Hier sieht man ja noch ein paar Hirsche und Rehe. Die Hunting Cabin, die werden wir direkt mal gegenüber der Forester Lodge positionieren. Hier, so hin. Ja, hier. Yep. Aber das pausieren wir erstmal. Und setzen die Priorität von der Forester Lodge mal ein bisschen höher. Haltet euch ran, ihr jungen Arbeiter, ihr Wilden. Kommt schon. Die holzen immer noch ab.
Okay, zweimal Geschwindigkeit. Finde ich irgendwie angenehmer als fünfmal. Da verliert man schnell mal die Übersicht. Es sei denn, man hat quasi schon so eine gewisse Infrastruktur erreicht, wo alles von alleine läuft, aber davon bin ich noch weit entfernt. Immer wieder gibt es Meldungen, Leute haben Hunger, Leute sind angepisst, Leute wollen was essen. Und Merto ist geboren worden, Merto. Der gute alte Merto, wer kennt ihn nicht? Der wird noch ganz groß rauskommen. Mir fällt gerade ein, man könnte den Handelsposten auch hier bauen. Hier. Das wäre doch mal eine Variante, oder? Das wäre eine super Variante. So? Oder? Ja, das würde sich doch anbieten. Die Frage ist nur, wie verläuft dann die Straße? Würde das passen? Dum, 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 dum. So. Schauen wir dann mal. Bisher ist es noch nicht so wichtig. Noch nicht so wichtig. Wie sieht's hier aus? Der Baum wurde gefällt, aber die Ressourcen stimmen noch nicht. 32 Loks und 12 mal Stone. Die zwei Bilder bekleckern sich hier nicht mit Ruhm. Kommt schon. Legt mal einen Zahn zu. Okay. Okay, okay, okay. Nahrung, Nahrung, Nahrung ist hier ziemlich wichtig. Immer noch einer ohne Haus. Um Gottes Willen. Okay, der Woodcutter hat seinen Dienst getan. Ich würde sagen, den ziehen wir erstmal ab. So, der kann stattdessen normal weiterarbeiten und Sachen transportieren. Ich meine, wir brauchen es ja. Okay, es läuft. Ressourcen sind vorhanden. Wo sind die Bilder? Und vor allen Dingen, wo ist die Musik? Seit 10 Minuten höre ich gar nichts mehr. Na gut, wie dem auch sei. Das soll's für diese Episode gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!